Wir sind hier auf der Gießereifachmesse in Düsseldorf. Die Firma Actos hat hier als Exponat eine große Raupenbandanlage ausgestellt. Die Anlage ist für muldenbandfähige Gussteile gebaut. Das Füllvolumen beträgt 550 Liter bzw. 1500 Kilogramm. Die Anlage ist zum Entsundern und Entsanden von rommelfähigen Gussteilen konzipiert. Die Werkstückgewichte liegen zwischen 3 und 100 Kilogramm. Besonders wichtig ist die Lebensdauer von dem Raupenband. Normale Raupenbänder erreichen eine Haltbarkeit von 3 Jahren im Dreischichtbetrieb. Das Actos Raupenband erreicht eine Lebensdauer von 6 Jahren. Das liegt an der Aufdopplung des Bandes durch eine Manganauflage. Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Aufbereitung der Anlage. Wir müssen hier nämlich den Gießereisand von den Strahlkörnern befreien. Hierzu haben wir eine doppelte Magnetwindsichtung installiert, wodurch eben Strahlmittel und Sand einwandfrei getrennt werden.